Einquartgetriebe haben wir da verbaut, wie ich beim Gülli vorhin schon gesagt habe. Da kannst du entweder im Automatikmodus, da kannst du dann deine erwünschte kmh, oder deine erwünschten kmh einstellen. Und im manuellen Modus, da kannst du dann einfach selber schalten. Das kann man auch da mit dem Frontrad-Joystick machen, das ist eigentlich ganz cool. Du kannst es jetzt bei sowas machen, dass du im Automatikmodus stellst du wie ich jetzt, sag ich mal, die 12 km/h ein, und wenn du jetzt halt im Vorgewende ein bisschen schneller fahren möchtest, dann tust du einfach im manuellen Modus umswitchen. Nachher kannst du schneller fahren. Also die eingegebene Geschwindigkeit, die gilt nur im Automatikmodus. Und ja, dann haben wir da, das sind die Startgänge. Das ist 1 und 2. Da kann man, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem vollen Hänger fährt oder so, dann schaltet man auf 1, dann fährt er im Gang 10 los. Und wenn du mit dem Lahnhänger oder einfach eine Leerfahrt machst, dann kannst du 2 losfahren, dann fährt er dann im Gang D los. Genau, da ist IHR, kann man da Hubhöhe und Senkgeschwindigkeit einstellen. Da ist der Schnellaushub und Schnellsenken. Dann da die drei mechanischen Steuergeräte, die sind alle doppelt wirkend. Dann haben wir genau da Zugkraftregelung, haben wir da. Frontzapfen, Heckzapfen. Differentialsperre, Automatik, die schaltet halt aus, wenn, weil der hat einen Drehwinkelsensor vorne an der Achse drin hat. Die schaltet halt nicht aus, wenn man weit einschlägt, zum Beispiel, oder wenn man auf Bremse aufsteigt. Und dann haben wir noch Allrad mit Automatikfunktion. Der schaltet ebenfalls aus, wenn man jetzt das ausschalten. Und jetzt, wenn ich geradeaus fahre, schaltet er sich wieder ein. Bei einer bestimmten ja, gerade vom Einschlagwinkel her. Und was haben wir noch? Genau, da die Lichtoptionen. Da kann man nur vorwählen, zum Beispiel, ob man jetzt einen Scheinwerfer oder zwei Scheinwerfer haben möchte. Und mit dem Schalter da unten schalten wir es ein und aus. Also, das ist nur Arbeitsscheinwerfer. Und genau, Heckzapfen, Fernbedienung. Dass du das halt von außen bedienen kannst. Zapfengeschwindigkeiten. Das ist auch noch mechanisch bei dem. Und schauen wir mal. Ja, da ist er. Echt maus. Da muss man da unten auch schauen, weil da ist auch sehr maus, glaube ich. Genau, dann haben wir da ein Drehregler, da kann man einstellen, wie viel Gas dass der Bullock maximal geben darf. Sprich, wenn ich den jetzt ganz oben stelle, kann ich Vollgas geben, aber der gibt nicht mehr Gas. Ich habe jetzt auch eingestellt, dass er so maximal 1500 Umdrehungen sowas dreht. Und genau, da kannst du die Klimaanlage ein- und ausschalten. Und das ist Gebläse, wo es hinblasen soll und Temperatur. Schauen wir mal, jetzt schauen, weil da ist nass.
recht viel mehr, also Radio und Dachfenster. Gibt es eigentlich eh nicht. Frontlader haben wir jetzt gerade aktuell nicht dort. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Aber ich würde sagen, dass es noch weitergeht, wenn wir Veitel wechseln. Weil da werde ich jetzt eine Zeit unterwegs sein. Und auf der Straße oder umsitzen ist vielleicht dann doch ein bisschen interessanter. So, also wir machen jetzt weiter. Ich würde jetzt so schnell den Strickel ein bisschen abputzen. Ja, gut. Soweit es geht, dass man nicht ganz so viel auf der Straße verliert, wenn es ist. Beim Zusammenklappen dann. Das bleibt immer leer umliegen, also von dem her. Das ist schon dann. Genau, das Coole an dem Strickel ist, dass der nicht bloß vorne die Kufen da hat, sondern hinten auch nochmal eine. Und durch das schert der auch nochmal viel Scherheifer und andere Ladel, wo man nicht direkt braucht, ab. Und das haben eben viele andere Marken nicht. Ganz schnell, wie viel da drinnen ist. Aber ich schätze, dass es leer ist. Oh, nicht einmal ganz. Drehscher oder Wiesen verlieren. Ja, das ganze Straße wieder dreckig.
langsamer fahren jetzt am Anfang. Now all I need is your love tonight.